So, herzlich willkommen zum Let's Play von Uncharted 4, den zweiten Teil. Jo, damit bin ich auch wieder dabei. Meine Stimme kennt ihr ja schon von PS4 HD Gaming. So, das ist ein richtig guter Kanal, so von Ark und so. So, und jetzt müssen wir erstmal zu den Typen hin, der die Taschenlampe hier. Handy läuft. Ach, halt, das, hier vorne müssten wir ja hin. Okay. Lange nicht mehr gespielt, das Spiel hier. Lass uns mal klettern, dann. Ja. Gut. Hier sogar das Drehteil, alles. Da hat er eben beleuchtet. Ja. Da. Und man sieht richtig, die Wände sind 3D. Da siehst du, die sind nicht animiert, da. Richtig. Einfach nur geil, wie sie das hingekriegt haben, hier unten den Boden und das alles. Hier, die Pfütze, die spiegelt sogar auch da. Jo, selbst vereinzelte Steine gucken raus an der Mauer und sowas. Ja. Ist schon top. Also, was sage ich jetzt erstmal wirklich nicht? Echt gut, was sie da gemacht haben. Mal gucken, wo das jetzt so lang geht. Ich glaube, das war hier hinten. Na, Ja, da ist es aber nicht nicht da lang. runterrutschen, da tut doch weh. Ah, nee, gar nicht. Gut. Ein kleiner Junge, aber voll sportlich, ey. Das geht einfach gar nicht, ey. Ja. Das ist wie ein Ninja, ey. Naja, Uncharted ist ja sowas ähnlich wie Tomb Raider und nur männlich. So, dann geht's hier erstmal lang. Ah ja, das mit der Nonne. Erstmal luxen. Oh, man darf nicht erwischt werden. Ja. So. Ja, hau ab. Okay, die Nonne hat Säcke vor der Tür, die kann sie nicht zumachen. Die Tür steht immer noch auf. Wir müssen da jetzt auch ran. Aber die Nonne muss erstmal dahinter. Die sucht jetzt gerade ihre Zigaretten. Erstmal macht sie die Lampe aus. Durch war das. Nee, die macht ein Gebet oder so. Na, bist du fertig? Nee, da dauert ein bisschen so eine Gebete daran. Ist normal, ist das immer ein kirchlich. Und da hinten müssen wir in das Licht, das Fenster. Guck mal, die haben ein Heimkino hier. Ah, das ist eine Jo. Antenne da oben dran am Jo. Heimkino. Jo. Ist ja schließlich kein Kabel, sondern das Einzige, was da Kabel heißt, das für, damit er den Strom kriegt. Das Jo. war knapp. Jo, das war eine knappe Immer Kiste wenn jetzt. sie wegguckt, dann dürfen wir es rüber. Ja. Das war eine sehr knappe Kiste gerade. Jetzt. Das war Du wirst rumgesprungen. keinen Krach machen. Ja. Da könnt ihr den Fernseher richtig sehen. Und mit sowas hat man früher Kino gemacht. Guck mal, wie groß der Raum ist, ja. Und guck mal, wie weit die Couch weg ist, ja. Und da Oh. muss man sich vor so einen Fernseher setzen. Aber ich finde die Fernseher cool. Ich habe selber noch so einen. Natürlich nicht in Schwarz-Weiß, sondern in einem richtigen hochwertiges Heimkino habe ich. Das
Ui, der war nicht so gut. Da ist er gefallen. Aber man hat ja unendlich Leben, das ist genauso gut. Ja. Gucken, wo jetzt. Ja, hier müssen wir lang. Also gut klettern kann er auf jeden Fall. Ja, wie Angelina Jolie kann er klettern. Ja. Das war gar nicht laut, dieses Rohr. Na los, halt dich fest. Sam? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, Nathan, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draus? Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme. Aha. Kann das eine Windkraftanlage sein, dass da... Guter Sprung. Mhm. So an so einer Art Lüftung. Ne, irgendwo anders war das. Ne, ah ja. Er gibt ja die Hand. Na, so war das. Komisch, ist nur ein Paradies mit Fenster vor. Ja, mit Gitter meine ich. Ja. Da glaubt man gar nicht. Das ganze der Teil ist so groß wie die komplette Trilogie. Ja. Deswegen, ja. Also von den Vorteilen davor. Hm. Das ist ein Teil, sind zwei zusammen. Und den dritten. Und den dritten auch noch. Und eine Rutschpartie ist immer lustig, zack. Ja. Na, wo willst du denn? Geh mal vor, ja. Dreh dort die Tür innen, ja. Schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Und jetzt? Geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. So, lass mal das da auch mal wieder runter. Hier, komm schon. Du bist dran. Ah, da bist du ja. Na, ich komme hier nicht hoch. Jetzt. Und was hast du so gemacht? Vorhin gearbeitet. Bist du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Ja, nein. Aktuell? Ja, nein. Das wäre geil, wenn wir auch so sportlich wären, ja. Ja. Aber da braucht man einen athletischen Körper, also keine dicken Arme, so viel schwer. Das wäre sonst viel zu schwer. Ja. Boah, es gibt einige. Okay. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Es gibt einige, die können's. Auch mit dicker Arme. Jo. Bei Dwayne Johnson würde hier die Wände schon längst abreißen. Jo. Mit seinem Gewicht. Sollen das darstellen? Irgendwelche Spitzen oder so? Zierspitzen. Ja.
Ach ja, wie das aussieht, einfach nur hammergeil, ey. Mhm. Mit der Häuser-Grafik hier. Echt cool, auf jeden Fall. Wie spät haben wir es hier? Aha. Gleich 11:45. Ja. Der Candy One. 11:43 ist das. Okay. Ja. Natürlich PM, also für Nacht und abends. Was wäre jetzt, wenn die Stange abgebrochen wäre? Wir reinfallen. Bereit, Tarzan? Ja. Okay, weiter. Also ich anfange diesmal, okay. Dann komm nach. Boah, ist der dämlich. Soll ich dich helfen? Nee, kann ich nicht. Erst vormachen, jetzt Anfänger sein, das sind die richtigen. Ja, echt wahr. Upsala. Oh, verdammt. Zu viele Stockwerke. Ja. Erstmal lachen wir den Außen mal selber nicht besser. Kommt auch mal vor. So. Jetzt haben wir einen. Zack. Hm? Aha, hier lang müssen wir. Schöner Ausblick, was? Ja. Na hübsch, steht denn da auch ein Kästchen? Bist du schon mal hier oben? Ich glaube, wir sind da. Eine schöne Kirschenpartie. Oh, hier, guck mal, die City hinten an den Hammer. Ja. Soll das das World Trade Center sein, die zwei da? Nee, da steht nur ein kleineres daneben, das war nämlich da nicht gewesen. Ich glaube, das war auch eine andere Stadt hier. Mhm. Nee, das ist hier nicht Ben Amis, das ist woanders. Ich glaube, bei den Briten dürfte das sein, vom Kirchenbau her, aber ich kann mich auch täuschen. Können wir irgendwo ein Denkmal sehen? Nee, kein wirkliches Denkmal hier. Da ist noch so ein Turm. Nee, nicht wirklich. Gut. Der Big Ben ist es auch nicht, also können wir London schon mal ausschließen. Boah. Hui, knappe Kiste. Geschafft. Ja, natürlich. So, gleich müssen wir sie schaffen, dann zeigt uns das Motorrad. Und dann kommt doch schon die Szene mit dem Gefängnis. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Ja, dann gib mal her. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. L1. So geht das nicht. Okay. Dann mal los. Oh, ja. Uiuiui. Beinahe wieder abgerutscht. Jo, das war gerade Tarzan. Darf ich mal drauf treten? Nur verhindern. Aber so fies sind wir nicht. Können wir ja mal riskieren. Man kann ja nochmal neu starten. Aber geht leider nicht. An der Stelle. Na, irgendwie. Wie war das hier? Na, so war's. Na, das war jetzt hier runter. Wenn die Leiter sich nicht mal bewegt. Nee? Okay. Okay, das habe ich mir gedacht. Die Autos sind leider zensiert. Ja. Obwohl Naughty Dog locker das Geld hat. Mhm. Okay, die machen es natürlich dafür mit ihrer Grafik wieder. Sieh mal. Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Die ist geklaut. Wow. Ich glaube? Ey, du solltest wissen, ich habe mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das?
Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren raus... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen die hinfallen und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Yep. Oh ja. Und was sieht die Party? Und hier sind wir auch schon im Gefängnis. Batsch. Den machen wir aber noch klein hier. Acabemos con esto. Zack. Aber der Typ sieht cool aus. Ja. Die sehen alle so geil aus. Guck mal. Watsch. Ja, im Gefängnis gibt's groß nichts zu tun, außer Krafttraining. Ja. Aber jetzt nicht so die Kleidung. Die haben ganz normale Leinenhemden oder was das sein soll. Ja. Haben die an, ja. Natürlich hat jeder das gleich an. Ja. Ey. Und dann nochmal noch schummeln, ja. Batsch. Nur weil ihr ja die bessere Frisur habt, heißt das lange nicht, dass ihr euch cooler fühlen kann. Der hat ein schönes Tattoo auf dem Kopf. Genau so muss das aussehen. Batsch. Wenn ich mit dir fertig bin, kannst du erstmal zum Arzt und dir eine neue Nase in Polen kaufen. Zack. Bon. Ey, ich will hier keinen Schlammbad. Nimm das. Batsch. So. Kriegst du in der Rinja. Basta, Idiotas! Mátenme! Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo! Solitaria! Cájalo! Du estás esperando aquí, eh? Abre! Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. So, dann würde ich erstmal sagen, dass wir uns erstmal verabschieden. Und im nächsten Let's Play geht es dann an der Stelle weiter. Jo, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal und tschüss.